So, herzlich willkommen zurück zu Nier Replikant in einer neuen Folge, endlich mal wieder. Wie ich bereits, ich habe schon ein Video dazu hochgeladen, falls ihr das nicht gesehen habt, kurz. Ich bin umgezogen und da ist ein bisschen was schiefgelaufen, weswegen ich recht lange keine Videos produzieren konnte. Das hat sich jetzt endlich geklärt und wir können endlich mit Nier Replikant weitermachen. Ich habe mir eben die letzten Folgen angesehen nochmal, einfach um selber auch nochmal reinzukommen, wo wir genau stehen geblieben sind. Und wir müssen eigentlich zu Popola und ihr berichten, dass wir jetzt... Moment, dass wir sämtliche Schlüsselfragmente haben und jetzt endlich... nach Jona suchen gehen, auch wenn zu erwarten ist, dass wir geradewegs in eine Falle reinrennen. Aber, naja, wir haben nicht wirklich eine Wahl. Aber ich habe mir gedacht, bevor wir zu Popola gehen, weil es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre das das nächste Kapitel. Und ich möchte Quests, die wir haben, noch abschließen. Eine Quest haben wir noch im Moment. Hier, nicht abgeschlossene Aufgaben. Genau, zerstreute Ladung müssen wir noch zur Meersfront zurück. Das mache ich wahrscheinlich irgendwie offscreen vor der nächsten Folge oder so. Oder mal gucken, je nachdem, wie lange wir für die Quest heute brauchen. Mit der Schatzkarte, ich habe keine Ahnung, wo wir eine Schatzkarte finden wollen. Deswegen die Quest ignoriere ich erstmal. Was wir machen ist die Schattenarmee. Dazu, es war am Anfang erst so ein bisschen eine Sammelquest. Also 5 kaputte Batterien und kaputte Motoren bringen, damit der Aufzug repariert wird. Und wir sollen da hoch, weil es da seltene Teile geben soll für unsere Waffen. Ich bin mal gespannt, was es da sonst noch gibt. So. Denn im oberen Stockwerk, ich glaube, da waren wir bisher noch gar nicht. Ich bin also sehr gespannt, was uns erwartet. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht so ein bisschen eine Nebenquest, einmal um wieder reinzukommen. Ich muss die Steuerung ja auch wieder mir ein bisschen lernen. Habe ich mir gedacht, ist vielleicht nicht falsch. First mechanical monsters and now shades. Some manner of curse been placed on this mountain. Hey, there are shades to kill. It's fine with me. Here comes some more. We certainly are dedicated to this attack. Ja. Schön schnell sein. Okay, ich hab's noch nicht verlernt. Bam. So. Okay. Ich sollte vielleicht auch Magie benutzen. Wo kommt der Typ hinter mir her? Mein Gott, überleben die lange. So, die Preisfrage ist, wo müssen wir überhaupt hin? Na gut, viele Wege gibt's nicht. Hier ist zu, nehme ich an. Ja. Dann können wir ja nur hier oben lang. Das obere Stockwerk ist ziemlich klein. Wow! Das sind eindeutig zu viele für meinen Geschmack. Raus aus dem Pulk. Aua. Ah! Ich habe das Gefühl, Schmetterangriffe sind gegen die nicht so wirklich gut. Wop. Aua. Wie war Heilung nochmal? Nein, nein, ja. Erstmal alle falschen Knöpfe drücken. Wow. Ich habe die Waffe aus Versehen gewechselt.
möchte bei meiner Axt bleiben. Ich bin sehr zufrieden mit der Axt, muss ich sagen. Okay, ich glaube, wir haben das meiste. Was nicht heißt, dass keiner mehr da ist. Immerhin, solange es nur die Leicht gibt. Das ist irgendwas Größeres. Oh mein Gott. Okay, wir müssen ganz dringend die kleineren Viecher loswerden. Raus hier. Wo ist der andere Große? Ist der tot? Nein. Wie viele von diesen kleineren Viechern gibt es hier? Ich muss die kleineren erstmal loswerden. Sonst kann ich gegen die Großen nicht in Ruhe kämpfen. Immerhin scheinen die großen Viecher nur durch die Gegend zu rollen. Okay, einen. Wop. Nee, ich möchte mich bitte nicht überrollen lassen. Uja. Okay. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und. Bam, bam, bam. Okay, ich glaube, einen haben wir. Be careful. This is a stronger shade than the ones previous. Careful, my ass. I'll slice this guy apart. Yes, how assuring. Ich weiß nicht, ob das hier hingehen so die beste Idee war, die ich hatte. Ich muss mal ganz kurz die Lanze austauschen durch irgendwas, durch die Exekution. Brauch etwas, das... das bisschen mehr reinhaut. Okay. Jungs. Boah, sind das hier viele. Aua. Dieser Raum ist nicht ausgelegt für so viele Viecher. Hilfe, ich stecke fest. Okay, ein Glück, dass ich so viel Heilung dabei habe. Okay, ich glaube, die kleineren... Aua. Ich glaube, es werden weniger von den kleineren. Ganz langsam. Okay, ich glaube, wir haben gut was rausgefetzt mit dem Angriff. Fast keine von den Kleinen mehr übrig. Ich glaube aber, es lohnt sich auf jeden Fall noch einmal, das hier zu machen. Wow. Das hat gut Damage gemacht. Autsch. Ah.
Okay, ich glaube, wir haben es jetzt geklärt. Nur noch der eine Typ da. Those shades are tricky when they work together like that. I doubt this will be the last time we see such a tactic. We'd best use caution in the future. Heilige. Das waren eindeutig zu viele in einem viel zu kleinen Raum. Ich glaube, das hat sehr viel Heilung gekostet. Hier gibt's echt nichts anderes? Ich hatte jetzt ja... Ich hatte jetzt erwartet, dass hier oben irgendwie noch... irgendein Boss oder sowas auf uns wartet, aber okay. Es war auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, nochmal herauszufinden, wie die Steuerung eigentlich funktioniert hat. So. Jetzt müssen wir nur noch zurück zum Schrottplatz. Preisfrage ist, ob ich den Weg von alleine finde. Oder ob ich die Karte öffnen muss. Ich meine, ich war hier sehr häufig drin, um Zeug zu farmen eigentlich. Man sollte meinen, dass ich den Weg mittlerweile kenne. Ich habe ein bisschen meine Waffen und alles verbessert zwischendurch. Immer mal wieder offscreen. Weil die ganzen Sammelquests muss ich ja nicht mitnehmen. So. Erste Etage ist aufgeräumt. Bist du zufrieden? We took out the second floor shades. Thanks much, thanks much. Now I can make my weapons even more powerful and kill even more robots. Dass sein Bruder gestorben ist, hat ihm echt nicht gut getan. Aren't you concerned about the shades? I mean, one of those things killed your brother after all. No, they didn't. Liar, liar! Robots killed my brother, not shades. Big, nasty robots squashed him like a bug. Gonna kill the robots. Rip them up. Rip them all up. Isn't that right, Jacob? Right? I fear the lad's mind is gone. He seems capable of nothing but hate for those mindless mechanical automatons. 30.000 Gold. Okay, und du kannst... What can I help you with? So, warte, ich habe hier meine Axt der Enthauptung. Was brauche ich denn, um die abzugraden? 2 Kupfererz noch. Dezentes Armband. Okay. Wo auch immer ich das herbekommen sollte. Ich bin mit meiner Axt im Moment aber auf jeden Fall sehr zufrieden. Vielleicht finden wir noch was Cooleres. Mal gucken. So, dann würde ich sagen, dass wir tatsächlich noch mit Popola reden. Denn, ich wüsste nicht, was wir sonst noch machen sollen. Wir sind eigentlich durch mit fast allem anderen. Würde ich sagen, wir gehen noch kurz zu Meeresfront. Ah ja, darüber zu dem Boot komme ich nicht. Wir müssen laufen. Wisst ihr was? Dann gebe ich noch kurz offscreen die Quest ab. Stock nochmal an Heilung auf, weil man weiß ja nie. Und dann sehen wir uns jetzt gleich sofort bei Popola. So, das war ein kurzer Trip. Wir haben die Quest doch noch nicht abgeschlossen. Wir müssen 3 Pakete uns organisieren und ich habe nur 1. Also irgendwie 3 Trümmerteile von so einem Schiff müssen wir finden. Ich gehe aber mal davon aus, dass das irgendwas mit Sammeln zu tun hat. Und da ich keine Ahnung habe, wo der Rest von dem Schiff ist, gehen wir jetzt zu Popola und erzählen ihr, dass wir alle Schlüsselsteine haben. Was geht? You're really gonna do it? The whole village is buzzing, you know. They say you're gonna go rescue Yona. Das ist der Plan. Und Devola ist auch hier. Wie ich letztes Mal schon gesagt habe, irgendwas stimmt mit den beiden nicht. Entweder wissen sie mehr, als sie erzählen,
oder irgendwelche Hintergedanken haben sie. Und wie Weiß treffend gesagt hat, wir rennen ziemlich sicher in eine Falle und sind absolut nicht darauf vorbereitet. I guess it's really happening, huh? I'll bring her back. I promise. About that. Yeah? Nothing. Never mind. Hopala just loves to worry. Anyway, you be careful. Yes, do be careful. Thanks. Irgendwas wollte sie mir gerade sagen. Please. Warum sprich? Jede Information, egal wie klein sie ist, könnte uns helfen. Nur weil du denkst, dass es eventuell nicht wichtig ist, heißt nicht, dass es nicht wichtig ist. So, wo müssen wir genau eigentlich hin? Zur Schnellreise, okay. Na, dann wollen wir mal. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob Rollen, dauerhaftes Rollen eigentlich die schnellste Fortbewegungsmethode ist. Sie macht am meisten Spaß, aber ich glaube, sie ist genauso schnell wie einfach zu rennen. So. Wer weint hier? Guten Tag. Ho there. Getting on. Ich weiß selber nicht, wo wir... Wo müssen wir hin? Zum verschollenen Schrein müssen wir. Ho there. Hoffen wir mal, dass unsere Schlüsselsteine hier irgendwas bewegen können. Are we ready? Let's all make it back alive, okay? It's a plan. Wow, wir haben die besten Pläne aller Zeiten. Also ich hätte ja zumindest irgendwie, keine Ahnung, obwohl ja, über den Shadow Lord vorher was rauszufinden, ist halt auch nicht so einfach, weil es weiß ja niemand was. Oh Gott. Ihr spawnt direkt die absolute Vernichtung. Warum auf der Brücke? Warte, Vorsicht, der macht Bullshit. Das Gute ist... dass wir die... Oh Gott, seit wann können die Fernkampfangriffe? Das ist echt unangenehm. Ah ja, ich kann die runterwerfen? So. Du kommst mit. Fall runter. Ich habe nur einen runterwerfen können. Warum wehrt sich der andere dagegen? So. Yes, wieder eine runtergeworfen. Okay, runterwerfen ist so ziemlich meine Lieblingsart, diese Viecher zu töten, weil die halten einfach unendlich viel aus. Ich meine, warum dürfen die geile Rüstungen haben? Flieg runter. Los. Flieg runter. Flieg runter. Hübsches Halsband. Nee, wir brauchten ein Armband für unsere Waffe zur Verbesserung. Kein Halsband. Ich weiß auch gar nicht, wie häufig ich jetzt mittlerweile schon in diesen Schrein geklettert bin. Häufig. So, bitte lass auf den... der fliegt. Aua. Aua.
Okay, ich, komme ich hier die Treppe hoch? Nein, komme ich nicht. Okay, wir müssen diesen Typen irgendwie besiegen, der hier rumfliegt. So. Schön draufhauen, während er am Boden liegt. Warte mal, der ist gerade runtergefallen, der Typ, oder? Ist der tot? Nice, Emil. Ich glaube, Emil hat den abgeballert. Gut gemacht. Wisst ihr was? Für den einen Typen gehe ich da nicht mehr runter. So, hier liegt ein Arzneikraut. Das heißt, ich heile mich kurz. Wenn wir es schaffen, also ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier früher oder später irgendeinen Boss oder stärkeren Gegner finden werden. Wie jedes Mal, wenn wir beim Schrein sind. Ah ja, guck mal, da wartet schon die Party oben auf uns. Hallo? Okay, erstmal Abstand gewinnen. Möchte nicht direkt am Abgrund kämpfen. So, der hat auf jeden Fall gut gefressen. Ich glaube, dieser Aufladeschlag macht echt deutlich mehr Schaden, als ich ihm Credit dafür gebe. Mal gucken, wie schnell der gerade tot war. Stärkekapsel haben wir scheinbar voll. Ja, ich war ein bisschen farmen. Ich habe deutlich mehr Zeug jetzt. Aber ich hatte das Gefühl, immer zu wenig Zeug zu haben. Also, man nimmt, was man kriegen kann. Hallo, Tempel. Keine 3 Minuten hier und schon. So. Wupp. Erstmal den Magier töten. Hier, dieser schwere Schlag, der kloppt den auch instant aus seiner nette Drehung. Kloppt den auch instant aus seinem Blocken raus. So. Okay, wenn die am Boden liegen, muss ich den schweren Schlag auf sie machen. Das macht scheinbar echt gut Damage. Stirb. Stirb. Geht doch. So. Ich hab keine Ahnung, wo genau wir hin müssen. Ich meine, wir haben diesen Ort ja auch schon diverse Male gelootet. Also gehe ich einfach mal davon aus, wir müssen nach oben. So, das hat sich gelohnt. Ist eigentlich schon jemand anderem aufgefallen, dass die Musik irgendwie, weiß nicht, seltsam ist? Also weniger Musik als mehr einfach nur Lärm. Ich stecke fest. Zwischen Gegnern. Du entkommst mir nicht. So, das war's mit dem. Ich find's gut, dass Emil zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Heilung einstreut. Das hilft. So. Und du bleibst schön liegen.
Weiter Stärkekapsel. Wobei eigentlich, wenn sie hier liegt, könnte ich doch so eine... Na, für 60 Sekunden nur. Naja. Ich glaube nicht, dass ich bis dahin irgendwelche Gegner finde. So. Aber ich tippe einfach mal drauf, dass nach oben der richtige Weg ist. Das Problem ist, ich habe absolut keine Ahnung mehr, wie wir da hochgekommen sind. Sind wir hier hinterlang? Das ist auf jeden Fall so ein Magier. So. Bam, bam. Wow, der ist aber schnell tot gewesen. Irgendwo Heilung? Nö. So, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, dass wir... Ah, wegen dem doppelten physischen Schaden ist der so schnell gestorben. Ja, wir müssen da hoch, aber ich glaube, da kommen wir... Ja, da kommen wir nur von der anderen Seite dran. Das bedeutet... Oh Gott, da waren so richtig viele Kampfräume drin hier. Naja. Hilft ja nichts. Da sind Gegner gespawnt und ich bin gerade noch rechtzeitig weggehauen. Glaube, so viel... Aua. Wo sind die anderen beiden? Tschüss. Okay, ich kann auch einfach gehen, scheinbar. Bevor ich jetzt noch mehr Schaden nehme, ist das wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ich habe erst die Bossleiste... Oh, falscher Spell. Ich habe erst die Bossleiste gesehen und dann den Gegner. So. Aber der hat keinen Schutz. Wow. Der macht aber... übel Damage. Ja. Naja, ich kann keine Aufladeschläge auf den machen. Der ist zu schnell dafür. Und immer schön im... Aua, im Rücken bleiben. So. Worterschufer. Ja, irgendwann muss ich diese Worte auch nochmal neu verteilen bei mir. Okay, ein random Boss. Check. Hier ist die Treppe kaputt. Es gibt eigentlich nur ein... Ich hatte immer das Gefühl, dass das hier so labyrinthisch ist, aber das liegt nur an den vielen Räumen, die es gibt. An und für sich ist hier gar nicht mal so viel los. So. Wenn ich schnell bin, dann komme ich durch die... Nein. Durch die Räume durch, bevor die Gegner spawnen. So. Oh Gott, okay. Um die kümmere ich mich. Weil jetzt, wo wir nicht mehr in so einem abgekapselten Raum sind, könnten die Typen mir folgen und mich abschießen. Den in Räumen kann ich ignorieren. Aber alle Gegner ignorieren können wir dann leider auch nicht. Heilung? Nein. So. Ich glaube, es war jetzt aber auch nicht mehr so weit nach oben, oder? Wow, 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 wow. Warum ist meine Kamera rumgebackt? Okay, ich möchte hier drinnen kämpfen. Kommt ihr hier rein? Los, kommt her. So, weil hier drinnen muss ich mich nicht mit den Geschossen von dem stärkeren Typen beschäftigen. Ich möchte sehr ungern mich um den starken Typen kümmern. Fall um! So.
So, da einen kurzen Block reinhauen. Man kann ja auch nicht nur ausweichen. So. Okay. Jawohl. Direkt wieder aus der Balance geboxt. Au, 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 au. Ich nehme aber mal nur ein Arzneikraut. Ach, ich habe gezaubert aus Versehen. Ich wollte eigentlich blocken. Ich hatte das... Irgendwann hatte ich das mal umgelegt. Okay, neues Wort erhalten. So, der liegt. Technik-Leitfaden. Wir könnten auch hier reingehen. Aber... So ein großes Ding kann ich dann doch nicht stehen lassen. Ah, fuck. Der steht hier echt ungünstig in der Ecke. So. Ich muss auf jeden Fall weg von ihm, wenn er... Warum raucht der Typ? Mazar erhalten. Ich kriege ja auf jeden Fall tonnenweise neues Zeug, habe ich den Eindruck. Aufwendige Maschine. Gibt es hier irgendwo Heilung? Zweimal Arzneikraut. Das heißt, wir haben wieder 10. Dann gönne ich mir mal eins. Das hat sich sogar gelohnt, gegen den zu kämpfen. Ich habe ein Arzneikraut mehr als vorher. So, wupp, schnell gehen. Okay. Irgendwie die meisten Räume sind aber auch leer. Es sind immer nur so ein paar vereinzelte. Wie viele Türen? So, wir müssen aber jetzt... Ja, wir sind jetzt fast oben. Oh mein Gott. Okay, wir haben soeben ein paar Primärziele gewonnen. Hahaha, der ist runtergefallen. Was ein Noob. Warum leuchten die so gelb? So. Zack. Komm, flieg runter. No. Warum wollen die Typen hier runterfliegen? Den habe ich zu spät gesehen. Aber wir haben eine neue Heilsalbe bekommen. Das ist sehr gut. Okay. Tadam. Da liegt sogar noch eine Heilsalbe, die wir nicht... Das ist ja absolut herrlich. Wir werden hier mit Heilung zugeschmissen. Wo ging es jetzt nochmal weiter? Ach, war das optional? Okay. Jetzt die Preisfrage. Sind wir hier überhaupt richtig? Upsa. Müssten wir doch eigentlich. Hier war doch der Fette, oder? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich meine, wir hätten auch weiter geradeaus gehen können.
Also die Anzahl der und die Art der Gegner lässt darauf schließen. Neues Arzneikraut. So, das Problem ist, dass wir die Typen hier trotzdem töten müssen. Moment mal, da ist ein neuer bei. Oder? Ich glaube, den kennen wir noch nicht. Ach komm, das wäre so eine schöne Kombo gewesen. Ja, den kennen wir noch nicht und ich mag ihn jetzt schon nicht. Nein, du gehst nicht weg hier. Die mal mit ihren scheiß Springangriffen. Ich kann mich nicht wehren. So. Wird aufgehört, irgendwelche Kacke zu machen. So. Okay, den komischen Neuen haben wir auf jeden Fall besiegt. Zack. So. Halleluja, endlich liegt mal einer von denen. Okay. Ey! Hör auf wegzurennen. Okay, einer noch. So. Ich weiß noch nicht so ganz, wann ich welche Taste drücken muss, wenn ich pariert habe. Ich meine, er macht Schaden, aber ich habe das Gefühl, er könnte auch cooleren Kram machen. So, wo mussten wir diese Kiste jetzt nochmal hinschieben? Warte, wo müssen wir hin? Eigentlich war ich hier richtig. Ach. Pff. Augen aufmachen hilft. So, wow. Der Typ ist zu spät gespawnt. Da war ich schon weg. Speichern hilft. Und wisst ihr was? Wir gucken auch noch hier rein. Wer weiß, was uns erwartet. Such an ominous sight. And yet I find it strangely nostalgic. Yeah. This is where Weiss and I first met. And first fought together. Wow! This is where you used to live, Weiss? Well, yes, I suppose. In a technical sense. Pretty nice digs for a floating magazine. At least it was free from annoying hussies like yourself. Ah, herrlich. Ich mag die Diskussion zwischen den beiden. Okay, aber was haltet ihr von Cliffhanger? Ich würde nämlich sagen, wir gucken uns das. Ich habe nie die AFK-Animation von dem gesehen. Ich würde sagen, wir gucken uns dieses hübsche Gebilde. Das Portal, Tor, Siegel, Barriere, was auch immer es genau ist, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Und machen es dann hoffentlich kaputt. Aber für heute soll es genug sein. Ich meine, wir haben uns den ganzen Weg hier hochgekämpft, mal wieder. Die Gegner werden echt langsam ziemlich unangenehm. Aber ich habe meine Axt, das bedeutet, ich bin bereit. Und damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Sorry nochmal, dass es so eine lange Pause gab. Es hat wirklich nichts mit dem Spiel zu tun. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.